meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Heute nicht aus dem Studio von OKTV Ludwigshafen in der Prinzregentenstraße 48, sondern im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes mit dem Rhein-Neckar-Fernsehen aus dem Studio auf dem Maimarkt-Gelände zu einer Gesprächssendung über die verzockte Zukunft unserer Jugend. Ein Werk, was Herr Professor Lemke von der Dualen Hochschule Mannheim geschrieben hat, über die Probleme heutiger Jugendausbildung und Studium. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier auf dem Maimarkt-Gelände, auf dieser großen Verbrauchermesse mitten im Wirtschaftszentrum Rhein-Neckar hier in Mannheim. Herzlich willkommen, Herr Professor Lemke. Vielen Dank, Herr Ressmann, für die Einladung. Ja, ich sagte es ja eingangs schon, Sie haben als Hochschullehrer ja mannigfache Erfahrungen mit jungen Menschen, mit der Ausbildung junger Menschen, und sehr vieles in den vergangenen Jahren hat Sie ja nachdenklich gestimmt und dazu veranlasst, Ihre Thesen oder auch Ihre Befürchtungen, aber auch Ihre Hoffnungen in Buchform zu veröffentlichen. Wo sehen Sie im Moment die Hauptprobleme? Naja, ich bin jetzt seit 25 Jahren damit beschäftigt, junge Menschen auszubilden, und aktuell halt hier in der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg, Mannheim. Und und wir nehmen als Hochschullehrer insgesamt wahr, dass die Kompetenzen, die von der Bildungspolitik vorgeschrieben werden, immer schwieriger pädagogisch umzusetzen sind. Dass also das, was gefordert ist, durchaus auch sinnvoll gefordert ist, letztendlich bei den Menschen nicht ankommt, und stellt sich die Frage, woran liegt das? Und da kann man jetzt sehr viele Thesen aufstellen. Der eine wird sagen, es liegt halt an den Hochschullehrern oder an der Pädagogik. Die anderen sagen, naja, es liegt vielleicht an der Hochschule selber. Der dritte wird sagen, so wie viele Unternehmer, die jungen Leute können ja eigentlich gar nichts mehr. Der vierte wird sagen, die sind sowieso faul. Und der fünfte sagt, das war schon immer so. Das heißt also, in meinen zahlreichen Gesprächen, die ich in den letzten 2 Jahren geführt habe, habe ich so diese ganze Spannbreite an Bauchgefühlen mitbekommen. Und das hat mich motiviert, dem auf den Grund zu gehen und der Frage nachzugehen, ja, woran liegt es denn nun wirklich? Ja, und woran liegt es wirklich? Es ist ein sehr, sehr komplexer Erklärungsansatz, aber wenn man versucht, auf den Punkt zu bringen, ist es so, dass wir in den letzten 30 Jahren unserer Wachstums- und Wirtschaftsentwicklung, die für Deutschland und für uns Menschen sehr, sehr viele Vorteile gebracht hat, ohne Frage, nette Nebenwirkungen und so manches Risiko heute identifizieren müssen. Wir sehen also, dass wir heute, weil gerade wenn man die jungen Leute sich anschaut und je höher sie in die Bildung steigen, umso deutlicher wird das, tatsächlich das sogenannte Bulimie-Lernen sehen, dass also quasi Inhalte, die vermittelt werden, mit denen sich junge Menschen jetzt in ihren Pflichtprogrammen auseinandersetzen, eigentlich gar nicht mehr kognitiv ankommen, dass natürlich die Risikofreude und auch das kritische Denken kaum eine Rolle spielen. Wir sehen also in diesen 2 Beispielen sehr viele kognitive Defizite. Wir sehen auch, dass das Thema Kreativität, das ja häufig auch von der Wirtschaft gefördert und gefordert wird, bei den jungen Leuten nicht sehr viel Impulse aufsetzt. Also man möchte schon kreativ sein, aber nicht im Arbeitsleben unbedingt oder im Berufsleben. Wir sehen also, dass es zahlreiche Defizite in den Kompetenzen der jungen Leute gibt. Und das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist halt die gesundheitliche. Auch hier habe ich die Daten aller Krankenkassen in Deutschland, also gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland, mir angeschaut. Und hier wird ganz, ganz klar die Diagnose gestellt, dass wir in den letzten 5 bis 7 Jahren einen deutlichen Zuwachs an psychologischen Schwierigkeiten bei den jungen Menschen zwischen 17 und 25 wahrnehmen müssen. Wir sehen also, dass mittlerweile jeder 10., der an einer Hochschule studiert, an psychologischen Schwierigkeiten leidet, muss man schon sagen. Das fängt an von latenten Konzentrationsschwierigkeiten bis hin tatsächlich zu depressiven Verhalten. Wir als Hochschullehrer kriegen sowas nicht mit, in der Regel. Aber die gehen ja auch nicht zu uns, sondern die gehen ja zu ihren Ärzten, und die schicken das zu den Krankenkassen, und deswegen wissen wir das von denen. Wir sehen also, dass der Druck auf die jungen Leute massiv gestiegen ist in den letzten Jahren. Und ein Erklärungsansatz ist sicherlich, dass die Erwartungen sehr, sehr hoch sind.
dass also mit dem seit 30 Jahren, in den 70er Jahren im gestarteten Wirtschaftswachstum und der neoliberalen Wirtschaftsentwicklung, die auf das politische Leitbild nahezu fast jeder Partei gespiegelt wurde bis heute, hier ja einfach die Erwartung ist, dass es immer so weitergeht, dass also das Wachstum und mein eigener Beruf als junger Mensch auch immer wieder dazu beitragen kann. Und da sehen die jungen Menschen, Moment mal, so kann es eigentlich gar nicht weitergehen. Wir sehen das bei Friday for Future, bei einer dieser Bewegungen, die weltweit da sind, wo junge Leute auch schon spüren, es kann nicht so weitergehen und sie sich die Sinnfrage stellen, was kann denn mein Beitrag dazu sein? Und dann häufig in Frust landen, weil auch das zeigen statistische Daten des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden, dass das Einkommen der Eltern wohl kaum erreicht werden kann, der jungen Leute, dass auch dort, wo kein Vermögen ist, auch es immer schwieriger wird, dieses oder überhaupt Vermögen aufzubauen, dass eine unfassbare Angst natürlich auch vor der Rentenerwartung da ist. Und das wirft junge Leute sehr, sehr stark zurück. Und wir haben in der Politik und auch nicht nur in der Bildungspolitik, sondern auch in der gesamtgesellschaftlichen Politik das noch gar nicht wirklich richtig erkannt. Sie sind ja jetzt Studienleiter im Studiengang Digitale Medien. Und Digitalisierung ist ja das Schlagwort, was die ganze Zukunft ja nicht nur retten, sondern rosig und überhaupt die ganze Zukunft darstellt. Wenn ich jetzt Ihre Eingangsbemerkung richtig interpretiere, heißt das ja, wir sind ja mittendrin in einer Digitalisierung, aber die eigentlichen Fragestellungen, die auch dann zu erheblichen Problemen führen, sind eigentlich andere. Sind diejenigen, dass wir auf einem Entwicklungspfad in der Gesellschaft, ökonomisch, technologisch, vielleicht auch kulturell sind, der sichtbar an Grenzen stößt und wir auf diese Grenzen weder unsere jungen Menschen vorbereiten, noch uns selbst, also generationsübergreifend vorbereiten, sozusagen vorbereitet sind. Und das führt mich dann natürlich auch zu der Frage, ja, Digitalisierung wozu und vor allen Dingen auch Digitalisierung wohin? Was heißt das in der, im Studium für digitale Medien bei Ihnen an der Hochschule? Also definitiv ist es so, dass die Digitalisierung diese Entwicklung wie ein Turbo beschleunigt. Wenn wir uns die politische mediale Berichterstattung darüber anschauen, über das, was in Zukunft digital so alles passieren soll, von Flugtaxis bis hin zu selbstfahrenden Autos etc. etc., dann erleben wir hier Utopien, wir erleben Zukunftswünsche. Wenn wir uns aber wirklich mal mit wissenschaftlichen Daten beschäftigen, was ja auch mein Job ist, dann sehen wir, dass die jungen Leute zwar ganz klar sagen, dass diese digitale Entwicklung weiter zunehmen wird, aber sie wünschen es sich nicht. Also Sie sehen, wir sind zwar Teil dessen, aber diese Utopien, an diesen Utopien teilzuhaben oder sie gegebenenfalls sogar noch aktiv zu gestalten, wünschen sie sich nicht. Deswegen sehen wir und müssen ganz deutlich wahrnehmen, dass viele junge Menschen ein Rückzugsverhalten an den Tag legen, in dem sie sich auf die Lebensbereiche zurückziehen, die sie tatsächlich noch organisieren und beherrschen können. Und die haben mit Digitalen häufig nicht sehr viel zu tun. Es sind vor allem die familiären Umfelder, es sind die Freundesumfelder, es ist das eigene Zuhause, wo wir auch leben, dass selbst in den reicheren Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Hessen immer mehr junge Menschen bis zum 30. Lebensjahr immer noch zu Hause leben. Viele Gründe spielen da rein, aber auch das Rückzugsverhalten ist ein wesentlicher Grund, über das gar nicht gesprochen wird. Und diese riesigen Nebenwirkungen dieser Digitalisierung, so wie wir sie heute wahrnehmen, führt halt auch dazu, dass dieses Rückzugsverhalten auch noch gestützt wird, es wird gefördert. Weil man muss nicht mehr in die freie Welt hinausgehen, um Welt zu erleben oder Meinung publik zu machen. Man muss nicht mehr auf die Straße zwingend gehen, um Schilder hochzuhalten mit einer Botschaft oder mit einem Unmut oder einer Emotion. Das macht man heute alles digital in den sozialen Netzwerken und da findet man seine Freunde. Unterm Strich passiert Folgendes, man igelt sich in seiner kleinen, immer kleineren kosmischen Mikrowelt ein und isoliert sich eigentlich immer mehr vor den Herausforderungen von dem, was da draußen passiert. Und deswegen auch verzockte Zukunft. Wie kann ein Mensch, der sich einigelt und eingeigelt wird und auch das politisch gefördert wird, dass er sich eingeigelt, fühlen muss, denn Zukunft gestalten?
Das mache ich nicht zu Hause aus dem Keller, das mache ich draußen auf der Straße, das mache ich draußen in einem Unternehmen, das mache ich in einem NGO, in dem ich mich auch in Ehrenämtern wirklich aktiv beteilige und nicht nur sage, ich würde mich gerne in Ehrenämtern aktiv beteiligen, wie das die Horemann-Studie beispielsweise 2016 in der Shell-Studie sagt. Also wir müssen die Leute immer mehr weiter herauskriegen aus ihren Schneckenhäusern und da müssen wir sie alle als Erwachsene auch fördern und auch ziehen. Sie schreiben ja auch über Veränderungen im Bildungswesen. Also das Problem Studierfähigkeit sehr vieler junger Menschen, aber dann natürlich auch die Umstellung in diesem sogenannten Bologna-Prozess, diese Angleichung auf europäische Standards, Bachelor-Master-Studiengänge und in diesem Zusammenhang, dass man nicht mehr denken, sondern nur noch Fakten lernt und dass das ja auch eine der Ursachen dafür ist, dass jeder sich oder sich viele in die eigenen Blasen zurückziehen und ihr Blick nach mehreren Jahrzehnten Bologna-Reform fällt ja nicht positiv und nicht euphorisch aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Bologna hat einige sehr, sehr gute Ansätze, ohne Frage. Also die Vereinheitlichung der wissenschaftlichen Ausbildung in Europa kann sehr viele Vorteile mit sich bringen. Es war ja auch angedacht und gewünscht vor über 25 Jahren, beispielsweise die Studienabschlüsse auch zu vereinheitlichen, sodass jemand einen Bachelor in Barcelona machen kann und einen Master in Mannheim oder umgekehrt. Wir sehen aber, dass diese Forderung nach Interkulturalität, nach Bewegung innerhalb von Europa eben nicht stattfindet. Die Zahlen, die da erfasst werden, zeigen ganz deutlich, es gibt nicht mehr Bewegung zwischen den Ländern in Europa als vor 25 Jahren. Und das ist nur so ein Beispiel dieses Bologna-Prozesses, dass die Ziele durchaus teilweise positiv zu bewerten sind, die Umsetzung eine Katastrophe. Stattdessen erleben wir heute etwas ganz anderes. Wir erleben, dass die jungen Leute heute in einer Anpassungsgesellschaft sich bewegen. Sie haben gelernt, nicht widerborstig zu sein. Sie haben nicht gelernt, Widersprüche zu formulieren. Sie haben nicht gelernt, Gegenteiliges zu artikulieren, sondern sie haben gelernt, sich an das Wohlfühlsystem unserer wirtschaftlichen Ordnung in Deutschland anzupassen. Und wer sich anpasst, gestaltet nicht, sondern er läuft mit. Und so haben wir eine ganze, ja mittlerweile zwei Generationen oder anderthalb Generationen, zumindest die aktuelle Kohorte der Generation Y, wie sie so schön heißt, Z, die quasi mitläuft. Und sie tut das, was man ihnen sagt. Also Befehlgehorsam funktioniert nahezu perfekt, auch in der Bildung. Aber wenn wir sagen, denk doch mal drüber nach und prüf doch mal die Aussage auf Plausibilität und schau doch mal, ob die Inhalte, die du in den Medien liest, überhaupt wahr sein können, sind wir in dem Status von 1950. Da ist überhaupt nichts passiert. Das heißt also, wir haben in den Bildungszielen, nur alleine an diesen Beispielen, greifen wir völlig nebenbei. Und selbst wenn wir in dem sechsten Semester eines Bachelorstudiengangs oder auch in den Masterstudiengängen das einfordern, haben die jungen Menschen mit 20 und 23 Jahren diese Fähigkeiten noch nicht einmal gehört. Man muss sich also fragen, was passiert eigentlich in der gymnasialen Ausbildung länderübergreifend? Die ist unterschiedlich, wir wissen das. Aber was passiert länderübergreifend eigentlich in den Gymnasien? Wird das dort auch nicht mehr gefördert? Meine Interviews und langen Gespräche mit sehr vielen Lehrern im ganzen Bundesgebiet zeigen, ja, die nehmen das auch so wahr, also dass ein kritisches Denken eigentlich gar nicht mehr existiert, aber auch die Zeit dafür nicht mehr da ist, das zu vermitteln, weil es ist viel einfacher, einfache Analogien und einfache Systeme zu lernen, wie das kleine Einmaleins, das große Einmaleins oder mathematische Systeme wie die Algebra zu lernen, weil die kann man so schön in kleine Häppchen schneiden und auswendig lernen, Stichwort Bulimie lernen. Aber was man damit in der Realität, in der Praxis tatsächlich macht, das haben wir in den letzten Jahren völlig verpasst im Bildungswesen. Und die Lehrer sagen, und Lehrerinnen sagen auch, wir haben eigentlich gar keine Zeit dafür. Wir kriegen das zwar vorgegeben aus dem Bildungsplan, dass wir das tun sollen, aber wir haben keine Zeit dafür, weil wir uns mit Inklusion beschäftigen müssen, weil wir uns mit Krankheitsständen beschäftigen müssen, weil wir uns mit Absentismus, also der Abwesenheit von Schülern in dem Schulunterricht beschäftigen müssen, weil wir uns mehr mit der Polizei unterhalten, wie kriegen wir die Schüler in ihre Schulpflicht an unsere Schule, als tatsächlich mit den diese Sekundärtugenden
irgendwie eintrainieren zu können oder vermitteln zu können. Das heißt also, unser System ist kurz davor zu implodieren. Und leider zeigt uns dann die andere Seite, die Wirtschaft, eben genau dasselbe. Die sagt irgendwie so, ja, das können wir nicht mehr. Wenn ich also einen Masterabsolventen mit 25 an ein kritisches Projekt heransetze, dann erwarte ich ja, dass er sich mit den kritischen Aspekten dieses Projektes, warum es nicht funktioniert, auseinandersetzt. Und das können sie nicht. Sie können also sehr gut vorgegebene Algorithmen abarbeiten, aber mit Unregelmäßigkeiten aktiv umzugehen, können sie nicht. Und dann sagen da viele irgendwie so, naja, die sind doch noch jung, das lernen sie noch. Ja, das ist richtig, vielleicht brauchen manche auch noch 5 oder 10 Berufsjahre, dass sie das dort lernen, das würde ich gar nicht verhehlen. Aber die Erwartungen, die die Wirtschaft, also die unsere Binnenökonomie an die jungen Leute hegt, sind aber genau jene, dass sie das beherrschen können müssen. Also wir haben eine massive Differenz zwischen dem, was erwartet und gewünscht wird seitens der Wirtschaft und dem, was wir als Bildungssysteme mit den jungen Leuten tatsächlich tun. Und diese Differenz aufzuheben, die muss diskutiert werden. Sicherlich aus der Perspektive, muss sie überhaupt aufgehoben werden? Zweite Perspektive kann sein, sind wir die Verrichter der wirtschaftlichen Anforderungen? Auch das muss entschieden werden, auch in der Politik. Und auch natürlich drittens, wollen das die jungen Leute eigentlich auch? Vielleicht wollen die auch was ganz anderes. Und das sind die wichtigen Fragen, die ich in diesem Buch diskutiere. Wenn ich das jetzt mal aus meiner Perspektive sozusagen und meinem Verständnis her betrachte, haben wir auf der einen Seite ja sichtbare Probleme. Sie haben Klimawandel, wir haben Ressourcenknappheit, wir haben aber auch Verteilungsprobleme, die dann zu demokratietheoretischen Fragestellungen, zur Gefährdung von Demokratie führen. Wir haben ein sich zerfaserndes Europa und wir haben, und dafür bräuchten wir ja eigentlich Menschen, die gelernt haben, quer zu denken, These, Antithese, Synthese, in einem permanenten Diskursprozess sich bewegen. Und sich bewegen, dann eben auch neue Wege beschreiten, denn es ist ja die Zukunft der jungen Generation, die sie selbst gestalten müssen, weil es ja ihr Leben und ihre Lebensumstände sind. Und sie werden einem Bildungssystem ausgesetzt, was sie a. überfordert und b. Auch noch daran hindert, eigentlich genau diese kreativen Lösungsprozesse denken zu lernen. Also das ist doch eigentlich eine klassische Dilemmasituation. Es ist natürlich ein Dilemma, klar. Das kann man auch nicht mit einer Checkliste und 3 Top-Punkten auflösen. Aber wir sehen das bei der Friday for Future-Bewegung, die ja von der Greta Thunberg in Stockholm ja in die Wege geleitet wurde und sich da ja sehr, sehr viele junge Menschen anpassen, dass es auch Menschen gibt, die schon auf dem Wege sind, es anders zu sagen. Die sagen, ich gehe freitags bewusst aus der Schule heraus, ob mir das genehmigt wird oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Aber ich gehe heraus, weil dort finde ich keine Ansätze, die Probleme der Zukunft zu lösen. Die finde ich eher draußen auf der Straße, vielleicht vermutlich mit Gleichgesinnten. Auf jeden Fall ist das ein Auflehnen gegen das Establishment und das treibt mir natürlich die Freude ins Herzen. Das Buch ist im Februar fertiggestellt worden, da sind in Deutschland diese Bewegungen richtig in Gang gekommen, deswegen konnte ich das noch gar nicht dort einarbeiten. Also es gibt schon Menschen, die ein Gefühl dafür haben, dass sie eigentlich aus dieser angepassten, aus ihrer Lethargie, quasi aus ihrer Handlungsunfähigkeit herausbrechen möchten sie. Wir haben natürlich nicht die Rezepte, wie das passieren soll. Vieles ist verbal, auch in Pauschalitäten wie den Sätzen, es ist 5 vor 12 und so weiter formuliert. Nichtsdestotrotz treibt sie aber ein Gefühl an, das, wo ich mich hier bewege, in meinem Sozialsystem, in der Schule, im familiären System, im gesellschaftlichen System, löst das Problem nicht. Und ihr Alten löst es auch nicht. Und wir sollen es aber lösen, aber wir haben die Fähigkeiten nicht. Also sie erleben dieses Dilemma und es ist einfach ein klarer Ausdruck, dass wir Alten die Zukunft der Jungen verzocken, wenn wir auf sie nicht zugehen. Also das bedeutet, wir müssen, wir als Gesellschaft, aber auch natürlich Bildung, Politik und gerade auch Wirtschaft, wieder offen sein für neue Wege. Und ich glaube, dass wenn ich vieles
auch aus der Wirtschaft richtig verstanden habe in den vergangenen Jahren, dass dort auch Forderungen entstehen nach kreativen Köpfen, die auf neuen Wegen auch neue Produkte, neue Märkte schaffen, die dann auch einen Beitrag leisten können, die Probleme lösend anzugehen. Also im Prinzip herrscht eine Zielgleichheit, aber wir sind derartig im in dem selbstprogrammierten Algorithmus gefangen, dass wir uns erstmal von den Algorithmen wieder befreien müssen, um jenseits festgelegter Regeln wieder neu denken zu lernen. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft eigentlich da nur das Gute wollen, dass die meisten Menschen jetzt in der Diskussion, über das wir jetzt hier gerade reden, auch in den nächsten Jahren sicherlich sich sehr positiv auch äußern werden und wollen, weil das ist einfach auch wichtig für unser Sozial- und Gesellschaftssystem einerseits, aber natürlich auch für unser Öko- und Wirtschaftssystem andererseits. Und wie es den Jungen zu Hause in ihren kleinen Mikrokosmen geht, die ich vorhin angesprochen habe, gibt es uns Älteren genauso. Wir sind satt und fett in unseren Positionen. Ich nehme mich da gar nicht bei aus und harren der Dinge bis zu unserer Rente. Und das ist sicherlich ein Verhaltensmuster der 60er, 70er Jahre, die wir mitgenommen haben von unseren Eltern, also von unseren Generationen zuvor. Aber heute weiß man, die jungen Leute machen keinen Job mehr länger als 3 Jahre irgendwo in einem Unternehmen. Es wird stetige Flexibilisierung, Dynamisierung des Jobs, Veränderung, lebenslanges Lernen gefordert und eingefordert und auch danach eingestellt. Und Sie haben das Beispiel der Kreativität genannt. Ja, das wird gefordert, weil wir einfach starre Systeme nicht mehr mit den Erfolgsmustern der Vergangenheit lösen werden, sondern mit neuen Lösungsmustern, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass es sie gibt und wie sie überhaupt zu konkretisieren sind. Stichwort ökologische Teilhabe, Stichwort Digitalisierung etc. Also wir kommen nur weiter, wenn wir als Gesellschaft alt wie jung uns annähern und das, was wir als Innovationsstau in der Wirtschaft häufig deklarieren und damit beschreiben, dass wir veränderungsresistent sind, müssen wir das Land der Veränderung werden. Wir haben in Europa eine Vormachtstellung, ökonomisch sowieso, auch gesellschaftlich, auch von unserer Größe her in Deutschland. Und wir sollten das als Herausforderung nehmen, um hier uns als Vorreiter in den nächsten 20 Jahren zu entwickeln, genau das zu tun. Und eben das nicht nur den skandinavischen Ländern, die nur 2 bis 3 oder 4 Millionen Menschen in ihren jeweiligen Ländern haben, überlassen, sondern da sollten wir vorangehen. Das ist meine Vision. Also Mut zum Perspektivwechsel, auch Mut zum Widerspruch und Mut zur Alternative, also Mut zum Diskurs und dazu dann auch ermuntern, jeder in dem Rahmen, in dem er junge Menschen dazu ermuntern kann, wieder eine eigene Stimme, eine eigene Meinung und auch eine eigene Position in dieser Demokratie, in dieser Gesellschaft zu erkämpfen, auch dieses wunderbare Instrument zu nutzen und nicht als eine politische Klasse zu sehen, die irgendwo schwebt und auch nur noch als Algorithmus funktioniert. Ich glaube, das ist also die Algorithmen aus den Köpfen zumindest in die richtige Position gestellt. Zumindest die alten Algorithmen, die in der Vergangenheit zu unserem wirtschaftlichen Erfolg heute geführt haben, ohne Frage, die müssen reflektiert werden. Das neoliberale System muss deutlich reflektiert werden. Es spricht zunächst erstmal nichts gegen wirtschaftliches Wachstum, ohne Frage, aber auch ein moderates wirtschaftliches Wachstum mit stärkerem Fokus auf soziale, eben diese gesellschaftlichen Fragestellungen, ist meiner festen Überzeugung nach unabdingbar. Und wir brauchen einen Mut der Veränderung, so wie wir ihn auch politisch und immer wieder gefordert haben, aber auch mutige Entscheidungen zu treffen, die auch unpopulär sind, aber dafür etwas für unsere Gesellschaft auch tun und etwas für unsere jungen Leute tun. Da müssen Ressourcen neu allokiert werden, neu zur Verfügung gestellt werden, wie wir es in der Vergangenheit nicht hatten. Ja, und ich kann nur allen Lehrerinnen und Lehrern, allen Eltern empfehlen, tragt eure Kinder, tragt eure Schulklassen am Freitag aktiv mit auf diese Bewegung und wenn nicht diese, dann auf eine andere. Zeigt ihnen, dass die Welt da draußen veränderbar ist, weil nur dann werden Politiker oder öffnen Politiker ihre Augen,
Ihre Ohren und vielleicht auch Ihren Verstand, wenn Sie sehen, dass nicht nur 30.000 in Hamburg auf die Straße gehen, sondern vielleicht 300.000. Weil Sie sind diejenigen, die diese Veränderung in die Wege leiten können und vielleicht auch den einen und anderen jungen Menschen mit auf den Weg einladen dürfen. Also das war jetzt auch nochmal ein ganz klarer Appell für gesellschaftspolitisches Engagement, denn auch Politik kann nicht ohne Rückkopplung zur Basis und ohne massive Unterstützung von der Basis funktionieren. Urdemokratisches Prinzip mit ganz vielen Auswirkungen auf Hochschulausbildung, mit ganz vielen Auswirkungen auf einen anderen Blick auf die Jugend, auf die Probleme der Jugend, aber auch vor allen Dingen ein unglaublicher Appell oder ein ganz wichtiger Appell, den jungen Menschen die Chance zu geben, selbst ihre Zukunft zu gestalten und Einfluss auf eine Welt zu nehmen, in der sie leben müssen, hoffentlich dann mit nicht diesen fürchterlichen Auswirkungen, die uns heute im Klimawandel und in anderen Bereichen prophezeit werden, sondern wo dann eigenes Tun dazu beigetragen hat, Probleme zu lösen. In dem Sinne, Herr Professor Lemke, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir werden dieses Thema ja auch in anderweitiger Form noch fortsetzen, hoffentlich dann auch mit vielen Studentinnen und Studenten der Dualen Hochschule in Mannheim. Und dann war das doch ein wunderbarer Aufschlag hier vom Maimarkt-Gelände. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön, herzlichen Dank.